Jemand von euch wollte, dass ich meinen dritten Weltkrieg mit Südkorea überlebe und daher werde ich das heute einfach mal machen. Schauen wir mal, was wir damit erreichen werden, denn ich habe ja länger nicht mehr ein Spiel gewonnen und ich hoffe, wir können was mit denen erreichen. Das Spiel greift direkt schon mal Nordkorea an und wir verlieren ja gegen die. Nein, warum? Ich will neu laden und das Screen hat irgendwie länger gedauert, als ich denken würde. Ich habe mir gleich schon mal leicht Sorgen gemacht. Also ich denke mal, es ist klar, was wir machen müssen. Wir haben Winner Takes All, wir brauchen Nordkorea und China. Nein, wir haben wieder eine negative Armee. Vielleicht fragt ihr euch, irgendwas stimmt hier auch gar nicht, denn das Laden dauert echt lange. Naja, einfach mal schauen. Auf jeden Fall nochmal Nordkorea gleich angreifen und ich hoffe endlich mal einnehmen, damit ich euch gleich schon zwei zeigen kann. Nein, nicht dreimal hintereinander. Kann doch nicht euer Ernst sein. Nein, warum verlieren wir denn immer gegen Nordkorea? Irgendwie wäre ich doch hier gerade getrollt. Also irgendwie war noch ein Anfang noch nie so richtig Pain. Wir sind schon wieder gegen die gefallen. Leute, ich mache mir Sorgen. Das Spiel gibt auch auf. Was ist denn? Ja, jetzt haben wir eine positive und die negative. Wenn wir jetzt hier wieder verlieren, dann kriege ich echt ein Problem. Nehmt bitte Nordkorea ein. Nein, die hatten wieder eine positive Armee. Leute, nehmt die ein. Nehmt die ein. Nein, wir verlieren gegen China. Also ich glaube, das hatte sich der Kommentierende nicht gerade gedacht damit. Ich glaube, das ist jetzt Versuch Nummer 6 mittlerweile oder 5. Weiterhin bei einer neutralen Armee. Die Team mit China. Wir haben eine negative Armee. Können die bitte mal eine negative... Wir haben wieder eine negative Armee. Ich bin so verwirrt. Warum haben wir denn so viel Pech auf einmal? Ich möchte Nordkorea und China gleich einnehmen. Also wenn wir jetzt nicht einnehmen, dann haben wir ein Problem. Danke. Endlich mal Nordkorea eingenommen. Und wir verlieren gegen China direkt. Wehe. Okay. Damit können wir über China reden. Denn die sind zwar deutlich kürzer als wir, aber die haben eine nicht so sichere Hauptstadt. Und wir könnten warten, dass die eine negative Armee haben und die dann schlau einnehmen. Ich denke aber mal, wir brauchen dafür eine positive und die eine negative, weil es dann doch nicht ganz so nah ist und wir die mit hier ab. Und das ist, was ich haben wollte. Und damit können wir die pushen, aber immer noch nicht weit genug. Wenig überraschend sind wir nicht in der Top 10, nicht mal ansatzweise. Und wir greifen gerade beide nochmal Russland an, wir und Japan. Und nein, wir wären ein Puppet von Russland. Nein, 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 nein. Glück gehabt nochmal. Und wir müssen gleich nach China schauen. Wir haben beide eine negative Armee. Leute, wir brauchen eine positive und die eine negative. Negative, bitte. Leute, bitte. Ich darf die nicht mal mehr angreifen. Hallo? Also, das hat gerade viermal gebraucht. Nein, jetzt haben die eine positive Armee. Wie die Puppet. Nein. Nein. Nach all der Arbeit sind wir ein Puppet. Fight to death. Meinen wir, können nicht mehr anderes machen? Nein. Nicht zurückpushen. Nicht zurückpushen. Bitte, bitte, bitte. Die brauchen eine negative Armee. Die haben, glaube ich, eine leicht negativere. Nein, die haben eine positive. Wir haben eine negative. Nein, 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 nein. Wir stehen noch leicht. Wir stehen noch leicht. Ey, deren Hauptstadt kann doch nicht so. Nein. Ey, wieder gefallen. Kann doch nicht wahr sein. Das ist ja so Pain. Positive Armee und wir damit. Ich will pushen nach Nordkorea. Und die haben eine positive Armee. Nein, 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 nein. Ey, wird richtig Pain. Japan greift auf an. Ich denke mal, wir werden gleich ein Puppet werden. Und wir haben eh keinen Gold mehr. Und wir sind im Chart, der gespawnt. Jetzt haben wir einfach eine negative Armee. Wir haben eine positive. Darf ich, bitte, hallo. Ey, heute kann ich auch niemanden mehr angreifen. Pyongyang. Oh, ich dachte, wir könnten pushen nach China. Ich muss auf jeden Fall gucken, auch vielleicht Japan könnten wir noch angreifen. Habe ich ganz vergessen bisher. Und die haben auch eine negative Armee. Ich hoffe, wenn wir die einnehmen, dann haben wir mal viel mehr... Wir haben kein Gold mehr. Noch cool, schnell einnehmen. Bitte, bitte, bitte. Und jetzt bitte peace out, weil wir kein Gold mehr haben. Dankeschön. China greift an. Bitte nicht puppeten, bitte nicht. Negative Armee. Und, wir können... Ah, nein. Oh, bitte, bitte, bitte. Einfach so belassen. Dankeschön. Bitte nach Peking, Beijing. Wir sind so nah an Beijing. Negative Armee in Japan. Die können wir hoffentlich auch nochmal pushen. Positive... Darf ich überhaupt noch mehr... der lässt mich auch niemand mehr angreifen. Ich greife einfach mal Japan und China an. Nein. Wieso? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, euch gefällt der Pen von mir gerade. Wenn ja, könnt ihr gerne mal abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Videos wie diese hier. Und auch gerne ein Like lassen, um dem Video zu helfen. Und in der Beschreibung findet ihr die Community, weil die gerade läuft. Da auf jeden Fall gerne teilnehmen. Dann könnt ihr auf jeden Fall gerne eure Meinung zum Kanal sagen und teilen. Währenddessen versuche ich nochmal das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Wir können niemanden angreifen weiterhin. Haben wir mal eine negative Armee in irgendeinem unserer Nachbarn. Kommt schon, Leute, bitte. Wir müssen noch Nordkorea mal öfter einnehmen. Warum ging das nicht gleich so? Und jetzt auch einfach mal Japan. Die lassen mich schon wieder niemand angreifen. So, Japan, können wir die bitte mal pushen? Nein, können wir anscheinend nicht. Es ist heute ein bisschen cursed. Also, ich gebe ja gleich auf. Japan mit einer negativen Armee, die wir hoffentlich nochmal ein bisschen weiter pushen können. Leute, weiter pushen und nein. Oh, negative Armee nicht. Nein. Weh China. Wir teamen mit? Mit wem teamen wir überhaupt? Wer teamt hier mit mir? Wir teamen nicht mal mit irgendwem. Und wir sind auch schon wieder gefallen. Dann ist das natürlich, wieder super cursed. Und wir? Oh, kann ich hier schon China angreifen?
angreifen. Also ich kicke, ich verliere meinen Verstand, weil ich immer kicke, aber nichts passiert. Das ist dann schon wieder der Fall. Schmerz vergeht, was bleibt, ist der Schmerz. Hat irgendwann mal jemand gesagt, den ich vor Jahren geschaut habe. Wahrscheinlich wissen es die meisten von euch eh, dass es, glaube ich, KuchenTV mal war. Den ich bei mir nicht mehr schaue seit gewissen Sachen, die passiert sind. Und wir sind nach Nordkorea gefallen. Und Nordkorea, können wir die bitte? Ich darf wieder nicht angreifen. Aber es ist ja mittlerweile keine Überraschung. Und endlich haben wir die eingenommen. Es kann ja nicht so schwer sein. Der oberste Führer in Nordkorea ist so overpowered. Die kommen mit ihren Atombomben. Und wir kommen jetzt nach Japan. Umgedrehter Zweiter Weltkrieg. Und China, naja, wird eher schwierig. Warum habe ich die gerade angegriffen? Wir haben ein bisschen gewonnen sogar. Und irgendwann sollten ja auch eine negative Armee haben, wie gerade. Und wenn die mal für ein bisschen länger eine negative haben, wir haben beide eine positive, wir haben eine negative. Bitte haltet doch einfach nur die negative. Bitte. Nein. Okay, aber wenigstens nicht nochmal die Gewinne verloren. Japan und Taiwan zusammen im Team. Negative Armee in Japan. Die wir hoffentlich pushen, vielleicht sogar puppeten könnten. Und China. Ich glaube, wir uns endlich. Nein. Wir sind so nah dran. Wenn wir China haben, sieht es gleich anders aus. Und wir haben puppeten Japan einfach. Vietnam steht noch. Deren Stahl ist aber so gut wie impossible. Japan wollte wieder unabhängig werden. Und wäre nice, wenn China noch mehr bekommt. Aber nein, die verlieren es. Leute, bitte. Und wir haben China. Das hier war nicht die ganze Zeit mein Plan. Und damit haben wir eine ziemlich sichere Hauptstadt eigentlich. Bis auf, wenn Russland kommen könnte. Jetzt sollten wir aber gerade einige Leute puppeten könnten. Also meine Zeitform, die gehen auch kaputt mittlerweile. Und Japan und Thailand. Ich glaube, einen von denen können wir, Myanmar und Thailand. Wir können jemanden von denen hoffentlich puppeten, aber nein. Myanmar nochmal mit negativer Armee. Bitte holt euch doch einfach den Puppet hier schnell. Danke. Philippinen gepuppetet, die wollte ich eigentlich auch noch holen. Und wir dürfen nicht Pech haben gegen Russland, denn die holen sich öfter mal China. Und Indonesien hat einfach gerade die Philippinen geholt. Natürlich müssen wir Thailand holen. Wir sind hier der Staat in der Mitte, den wir gleich puppeten. Ich sehe schon wieder. Ah nee, ich kann die doch angreifen. Endlich darf ich mal jemanden angreifen. Unglaublich. In diesem Spiel, dass das noch erlaubt ist. Nein, jetzt greifen die. Jetzt gewinnen die doch Territorium, oder wie? Und bitte? Holen wir die uns direkt? Nein. Ein Puppet. Nepal Review. Nepal steht weiter nicht oder wieder nicht. Die fallen irgendwie immer ziemlich schnell. Vielleicht sollte ich mal mit denen spielen und wir greifen Indien an. Aber auch Kasachstan. Wir haben beide eine negative Armee und ich glaube, wir können ja easy puppeten Kasachstan. Bitte puppetet Kasachstan. Wir haben nämlich nicht ganz so viel Territorium und wir haben die gepuppetet. Sehr schön. Und wir haben sogar Indien gepuppetet. Und damit haben wir ja richtig die Qing-Dynastie mit ihren ganzen Tributstaaten. Tribute-States oder so. Indien will wieder unabhängig werden. Das werden die auch. Werden die sogar. Kasachstan, die sollten wir eigentlich in einem Angriff einfach einnehmen können. Wobei die Tadschikistan angreifen. Fallt jetzt bitte nicht an Tadschikistan. Ey, wir haben nur die Hälfte von Kasachstan. Dachte, wir würden alles direkt holen. Wir sind auf dem 4. Rang hinter Russland. Algerien baut das Römische Reich mit der richtigen Farbe wieder auf. Dafür das Vereinigte Königreich hat aber Territorium in Nordeuropa. Oder ist das Westeuropa eher? Mein Internet ist mittlerweile auch ausgefallen. Also hier fällt gerade irgendwie alles auseinander. Kasachstan hat aber ein bisschen Territorium von Russland bekommen und wir haben die eingenommen gerade. Dadurch sollten wir gleich Tadschikistan pushen können. Aber wir haben eine positive Armee mit Russland, eine negative. Wie wir können. Nein. Können wir eigentlich bald Russland puppeten? Ich glaube nämlich, wir haben mittlerweile am meisten Territorium. Die haben echt noch mehr. Das ist überraschend. Aber wir haben so eine große Grenze. Wenn die eine negative Armee wie gerade haben, können wir das, glaube ich, gleich umdrehen, oder? Ja? Nein, wir werden wieder zurückgepusht. Und die natürlich auch die Russen, wenn die eine glückliche Runde haben. Wir können ja Ukraine einfach puppeten. Wir haben den Puppet in Ukraine. Saudi-Arabien können wir die auch schon puppeten. Weil bei steht Indien immer noch. Wir können die nicht angreifen. Iran haben wir irgendwann mal geholt. Ukraine nimmt einfach alle Leute an in Europa. Saudi-Arabien sollten wir uns da auch holen können. Wir haben Territorium in der Türkei. Tadschikistan haben wir auch noch da. Und Indien bitte auch noch mal schnell holen. Ich bestelle einmal Indien. Wird meine Bestellung jetzt geliefert? Ich hoffe, die wird geliefert, Leute. Also die Lieferzeit wird ja echt ein bisschen lang und wir haben wenigstens die Lieferung bekommen. Ich glaube, Ukraine ist wieder unabhängig. Ja. Und die holen wir uns einfach mal zurück. Und Puppet oder direkt einnehmen? Ich glaube, Puppet, ja. Wir sind auf dem zweiten Rang hinter den Vereinigten Staaten. Also ich würde auf jeden Fall sagen, gelungenes Spiel, auch wenn wir vielleicht nicht gewinnen sollten. Denn wir haben schon erst 6 verschiedene Leute eingenommen. Russland hat gerade noch mal Territorium gewonnen. Nicht gut. Iran, oh nein, die Saudis sind ein Puppet von Russland. Wobei, die haben kein Gold mehr. Ich weiß nicht, wie viel Russland noch hat. Aber wir nehmen hoffentlich Saudi-Arabien gleich ein. Ich muss die True Death fighten. Und damit ging an Iran. Oh nein, ich glaube, wir fighten Russland True Death, oder? Könnte ein Problem werden, wenn die weiterhin pushen. Nein, die haben eine negative Armee. Wir haben noch eine Hauptstadt in ganz Sibirien. Aber wir haben mehr Gold. Und ich denke, dadurch haben wir, sollten wir die gleich einfach bekommen. Wie viel Gold in den Vereinigten Staaten? 55.000. Haben wir eine Grenze mit denen? Nee, sobald wir eine Grenze mit denen haben, müssen wir direkt angreifen. Wo wir gerade doch mehr Gold haben. Ich mache wieder Frieden mit Russland. Ich glaube, wir haben eine Grenze mit denen, oder? Ja, wir haben eine. Der Falten. Weil ich glaube, gerade haben wir den Vorteil vom Gold und die haben... Oh nein, die haben den Goldvorteil. Also ich muss
nochmal mehr Leute puppeten gleich. Libyen auf jeden Fall und nicht auch Australien. Die haben aber Indonesien gepuppetet. 59.000 noch. Negative Armee in Russland, wir haben eine positive. Wenn wir Russland puppeten könnten, wäre es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber wir haben positive, die haben nochmal kurz eine negative. Unsere Grenze ist nicht wirklich breit, aber wir brauchen dann, wir müssen dann Russland hier weg haben. Weder wir noch die USA wollen Russland, denke ich mal, haben. Bitte puppet, nein! Nein! Nicht zurückpushen! Nicht nach all dem, was wir gerade getan haben. Wir haben wieder Moskau zurück. Wieder zurückpushen und das Territorium, was uns gehört, wiederholen. Nein! Entzogen die sich noch mehr. Moskau halten! Nein! Wir verlieren hier gerade wie Napoleon. Burkina Faso einfach mit einem riesigen Game. Die haben nur 5k. Also wenn ich jetzt bin, sollen wir die einnehmen. Ukraine ohne Gold. Die sind schon mal gefallen. Russland hat nur 2k und sollte gleich immer weniger haben. Ich hoffe, wir können die bitte mal einnehmen. Die haben noch 1k und die pushen uns. Wir haben aber noch Städte im Süden. Die hätten uns echt bekommen, wenn die kein Gold oder noch Gold gehabt hätten. Dafür aber Selbstplan, wie wir Russland einnehmen. Nebenbei kann ich gleich auch nochmal schauen, wie ich mein Internet wiederhole. Vom Territorium sollten wir, denke ich mal, am meisten haben. Da haben wir mit Abstand am meisten. Aber vom Gold her haben wir ja kaum Gold mehr. Oh nein. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Aber dennoch finde ich ein ziemlich gutes Game. Wir müssen Leute puppeten. Wundert Algerien und Burkina Faso. Weißt du, ich verdiene wir noch mehr Gold, aber wer puppet hier gerade? Warum Australien? Warum sind wir mit denen im Team? Wir fighten die einfach to death. Kann doch nicht wahr sein. Jetzt gehen die einfach an Australien. Die haben doch nicht mal eine Grenze mit denen. Es ist so Pain. Warum Game? Warum Spiel? Es tut so weh. Und die Vereinigten Staaten kommen hier gerade nach Asien. Also unsere Armee ist irgendwie auch erbärmlich. Indien auch wieder unabhängig. Jetzt teamen wir mit denen. Oh, Burkina Faso, die haben eine negative Armee. Könnten wir die bitte einfach mal puppeten? Oh, wir können sogar. Ich bin überrascht. Da gehen immer noch ein... Da war ein Puppet von Brasilien, nicht mehr von Australien. Aber vom Gold her... Okay, Brasilien. Wie viel Gold haben die, bitte schön? 46.000 auf Rang 2 Kongo mit 9.000 oder 10.000. Und Burkina Faso will wieder unabhängig werden. Wir haben aber mehr Territorium. Dr. Kongo währenddessen hier im Süden. Könnten wir die nochmal puppeten und dann von deren Gold profitieren? Wir Mauretanien. Die sind mittlerweile auch ein Puppet. Burkina Faso kein Puppet mehr. Nee, doch, sind immer noch ein Puppet. Sehr, sehr verwirrend. Was sehr bald wäre sogar Territorium in Europa mittlerweile. Aber wir können Burkina Faso, die sind wieder unabhängig oder wollen unabhängig werden. Wir haben noch Tadschikistan. Hoffentlich nicht für lange. Sorry an alle Zuschauer aus Tadschikistan. Die überleben uns ja noch. Wir haben ja noch 500. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, damit wird das Ganze gewesen sein. Ich denke, wir können ja eh nicht mehr überleben. Auf der einen, das sollte gleich richtig satisfying sein. Das ist echt richtig satisfying von Tadschikistan. Holt sich einfach das ganze Territorium ein und die sind wieder unabhängig und die holen sich noch mehr. Tadschikistan übernimmt hier alle und sehr schön und Team mit Indien. Also unsere ehemaligen Teampartner gründet auch nochmal mehr Territorium. Weil ich denke, das sollte Brasilien, die Vereinigten Staaten gewinnen, weil Brasilien ihr ganzes Gold wieder ausgegeben hat. Haben die hier 50 Cores auf der ganzen Karte? Ich vermute einfach mal. Wenn ja, wäre es auf jeden Fall nicht schlau. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und ich habe hier auch mal ein anderes Video. Da habe ich versucht, die Welt mit Namibia einzunehmen. Und wenn euch das hier gefallen hat, sollte euch das auf jeden Fall auch gefallen. Viel mehr kann ich heute nicht sagen und deshalb sage ich einfach nur noch, ciao.